Und ich begrüße euch ganz kurz hier zu unserer Demo. Im Moment sind wir 165 Leute hier. Und ja, ich will gar nicht viel dazu sagen, außer dass ich mich freue, dass so viele Leute da sind, und würde gleich meinen Willem ans Mikrofon bitten, um uns ein bisschen was zu erzählen. Dankeschön, Dankeschön. Also zuerst möchte ich mich natürlich einmal bei den Organisatoren dieses Demo-Auftaktes und Online-Kundgebung bedanken, denn es gibt uns erstmal die Möglichkeit, uns ja einzustimmen für die Proteste dann am 14. April und den heutigen Themenabend natürlich. Und es gibt uns natürlich auch die Möglichkeit, diese neue Form des Protestes zu erproben. Denn egal, was irgendwelche Blogs über diese Veranstaltung schreiben, so können und müssen wir doch unsere Kanäle nutzen, alle unsere Kanäle, die wir haben. Denn diese Kanäle geben uns die Möglichkeit, uns eben gegenseitig zu sehen und uns zu vernetzen und zu sehen, dass es überall Menschen gibt, die genauso denken wie wir, und uns auszutauschen darüber, dass überall Piraten sind, die auf die Straße gehen und die sich organisieren und demonstrieren. Und vor allem sehen wir eben, dass wir nicht alleine sind. Und es ist schön für mich zu sehen, wie viele Vereine, Gruppierungen und Organisationen zu diesen Protesten aufgerufen haben. Und allein das macht mir Hoffnung, weiter für die Bürgerrechte zu kämpfen. Denn dieses Mal haben sie sich etwas richtig, richtig Verrücktes einfallen lassen. Also ich fasse das nochmal für alle zusammen, die da vielleicht nicht ganz so tief drinstecken. Wenn man falsch parkt, kann die Polizei eure E-Mails lesen. Wer hätte das vor 5 oder sogar nur 10 oder nur 5 Jahren gedacht? Also in der lila Laune-Welt einiger CDU-Abgeordneter mag das sogar noch Sinn ergeben. Aber was genau wollen die eigentlich mit meiner PIN? Denn auch das gehört zu den Bestandsdaten. Und was haben die eigentlich vor mit dieser PIN? Wollen die mein Handy klauen? Und vor allem, was genau wollen die Geheimdienste damit? Und was habe ich dem Abschirmdienst der Bundeswehr getan, dass die unbedingt meine Daten über mein Handy haben wollen? Und es ist so unglaublich sinnlos. Es ist doch das Verrückte daran, was mich fast am meisten ärgert. Es ist ein so dämlich schwerer Eingriff in die Bürgerrechte, der dann auch noch sinnlos ist. Wenn es wenigstens funktionieren würde, könnte man sich ja irgendwie noch darauf verständigen, dass man es diskutieren könnte, warum eine intellektuell herausgeforderte schwarz-gelbe Koalition dafür stimmt. Aber so, also die wirklich bösen Bösewichte wird man ja so nie fangen. Es gibt für mich also nur zwei mögliche Erklärungsmodelle. Entweder die geschätzten Kollegen im Bundestag sind wirklich so bescheuert, dass sie das für einen guten Plan halten, oder das Gesetz richtet sich nicht gegen die bösen Bösewichte, wie uns immer wieder versichert wird, sondern richtet sich vornehmlich gegen eine große Menge von Bürgern. Vielleicht auch aus psychologischen Gründen. Wir können uns also aussuchen, ob wir von inkompetenten Politikern regiert werden oder von Superschurken. Und ich weiß bis heute nicht, was mir mehr gefallen soll. Und noch absurder ist das Verhalten der sogenannten Opposition. Die größte Oppositionspartei ist die SPD. Eine Partei, die einen Kanzlerkandidaten stellt und das sogar ein bisschen ernst meint. Und diese Partei versucht sich nicht einmal mehr hinter parlamentarischen Zwängen zu verstecken. Denn Peer Steinbrück, seines Zeichens ein Bundestagsabgeordneter, weist die Landtagsfraktion der SPD darauf hin, wie sie im Bundesrat zu dem Thema abzustimmen haben, was vielleicht auch ein viel, viel absurderer Vorgang ist. Hier gibt die SPD also der Regierungskoalition volle Rückendeckung bei einem der weitreichendsten Eingriffe in die Bürgerrechte, die wir jemals gesehen haben. Und wenn die SPD ohne Not mit der Regierung stimmt, so zeigt uns das doch, wo die Reise hingehen wird. Denn alle rechnen mit einer großen Koalition. Und was uns dann blüht, muss ich vermutlich niemandem hier erklären. Ich hoffe also, dass wir am kommenden Sonntag alle rausgehen und unseren Unmut und unseren Protest über diesen unsäglichen Schwachsinn auf die Straße tragen. Und ich hoffe, dass es nicht nur dabei bleibt. Ich hoffe, dass wir aus allen Rohren feuern werden, ob nun in Parlamenten, auf der Straße, in sozialen Netzwerken, im Mumble und vor allem natürlich vor den Gerichten. Und wenn diese Proteste überparteilich sind, so möchte ich doch eins für mich persönlich anmerken. Es ist schön zu sehen, dass die Piraten überall wieder beginnen zusammenzuarbeiten, auf allen Ebenen, auf allen Kanälen und mit aller Kraft. Das gibt mir Hoffnung. Das gibt mir die Hoffnung, dass wir diesen Unsinn Bestandsdatenauskunft wieder loswerden. Denn eigentlich müssen wir uns eingestehen, ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Die Frage ist jetzt nur noch, wie wir es da wieder rausholen. Und ein bundesweiter Tag, an dem wir alle zusammen demonstrieren, ist da vielleicht ein sehr guter Anfang. Dankeschön. Jetzt haltet endlich mal eure dummen, verhurten Mistschnauzen, ihr Dreckschweine hier. Da brauchen wir doch schon mal den Meine Einsatzhelfer. Pfeile sind meine und du kannst dich verdrücken. Da hinten ist der schwarze Block. Jo, danke Willem für deine einleitenden Worte. Wir hatten auch schon die erste Störung bei dieser Demo. Kata, magst du gleich weitermachen?
Katha? Ja, gerne. Also ich finde es auch total klasse, dass so viele Menschen sich zusammengefunden haben, um was auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, ich würde ganz gerne so ein bisschen was dazu erzählen, wie die Idee zu diesem Protest eigentlich entstanden ist. Und zwar, ich persönlich habe davon erfahren, das war am Tag nach der Abstimmung im Bundestag. Also im Bundestag wurde am 21. März darüber abgestimmt, über dieses Gesetz zur Bestandsdatenauskunft, wobei dieses Gesetz natürlich noch durch den Bundesrat muss, um überhaupt in Kraft treten zu können. Und da hat mich einfach jemand angeschrieben und gefragt, hey, möchtest du nicht ins Mumble kommen? Wir planen da gerade Demos. Und ich dachte so, wow, da plant jemand gerade Demos. Da werden ja quasi feuchte Bürgerrechtsträume wahr. Da braucht man niemanden in den Arsch zu treten. Das passiert einfach so. Und bin ich ins Mumble gekommen, also quasi jetzt wieder an denselben Ort, wo wir jetzt sind. Und da haben wir drüber gesprochen, ob wir Demos in ein paar Städten machen wollen. Und da ist der Vorschlag aufgekommen, warum versuchen wir das nicht bundesweit aufzuziehen? Und die Idee, diesen Protest gegen die Bestandsdatenauskunft zu machen, ist also quasi auch in einem Mumble entstanden. Von daher finde ich diese Aktion heute auch ganz schön. Und mittlerweile, ich habe eben nochmal ins Wiki geguckt, haben sich 28 Städte eingetragen, um an Demonstrationen oder Aktionen teilzunehmen, entweder an diesem Wochenende oder am 28. Und ich finde es extrem wichtig, sich bei diesem Gesetz zu engagieren, denn es geht hier um eine recht weitgehende Einschränkung unserer Bürgerrechte. Es ist vorgesehen, dass bereits bei Ordnungswidrigkeiten IP-Adressen einer Person zugeordnet werden können. Und wenn wir uns überlegen, dass wir über die IP-Adresse ja recht private Informationen im Netz abrufen, dann ist das schon ein sehr weitgehender Eingriff. Zudem sollen neue elektronische Schnittstellen geschaffen werden, die vorher so noch nicht da waren, und zwar für die Bestandsdaten, also für Zugangspasswörter. Dafür gab es vorher keine elektronische Schnittstelle und auch für die Abfragen von Identitäten zu IP-Adressen gab es vorher noch keine elektronische Schnittstelle. Die Benachrichtigungspflicht, die in einigen Fällen vorgesehen ist, aber nicht in allen, ist auch in den Fällen, wo sie vorgesehen ist, lückenhaft. Der Richtervorbehalt greift in vielen Fällen nicht, beispielsweise wenn sogenannte Gefahr im Verzug ist. Und außerdem können auch Geheimdienste und vor allem das BKA gerade im präventiven Bereich auf Bestandsdaten in einem weiten Ausmaß zugreifen. Denn im Gesetz steht, dass diese Behörden im Rahmen der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben auf die Daten zugreifen dürfen. Und diese gesetzlichen Aufgaben umfassen eben auch einen ganzen Katalog von präventiven Maßnahmen. Das heißt, Geheimdienste ermitteln oft nicht bei einem begründeten Verdacht, sondern gerade in dieser Grauzone, wo ich schon von Überwachung sprechen würde. Und daher ist es nicht verhältnismäßig, wenn so ein Gesetz durchkommt, in dem solche Missbrauchsfälle eindeutig ausgeschlossen worden sind. Und gerade elektronische Schnittstellen, das hat die Vergangenheit ja auch gezeigt, laden gerade dazu ein, dass in Zukunft noch mehr Daten abgegriffen werden. Und von daher ist dieses Gesetz in der jetzigen Form auf gar keinen Fall tragbar für die Bürgerrechte. Und ich würde mir wünschen, dass wir am Wochenende von daher mal einen ordentlichen Stoß in Richtung Bundesrat setzen, dass sich vielleicht die eine oder andere Partei doch noch überlegt, ob sie das in dieser Form so abstimmen möchte. Ja, prima, Katha. Dankeschön. Wer mag weitermachen? Bruno oder Patrick? Ist Patrick jetzt inzwischen hier? Ich glaube, ich habe noch nicht gesehen, oder? Ja, bin ich. Hallo, aber ich gebe Bruno auch gerne den Vortritt. Hi, Patrick. Dann mach doch du gleich weiter, Bruno, oder? Hallo. Grüß euch zusammen. Zuerst mal, ich freue mich riesig, dass so viele gekommen sind. Gerade hatte Katha ja, glaube ich, vorher schon gesagt, dass es einige gab, die das gern ein bisschen diskreditieren wollten, was wir hier machen, weil sie den Begriff Online-Flash-Mob blöd fanden oder Online-Demo. Ich habe dann gesagt, dann für diejenigen, denen der Name nicht gefällt, dann nennen wir es einfach Aktivierungs-Mumble für die Demonstrationen, die kommen, da ist eben wirklich noch viel auch an Wissen nachzuholen gibt, gerade bei so Begrifflichkeiten wie Bestandsdatenauskunft. Das ist ja ein ähnlich sperriges Wort wie Leistungsschutzrecht. Und da sind wir ja letztendlich auch darüber gestolpert, dass es so sperrig war, dass sich die wenigstens was drunter vorstellen konnten und es deswegen letztendlich dann auch sogar durchgewunken werden konnte. Vieles hat Katha schon gesagt. Ich werde mich bestimmt in einigen Punkten da auch
ja aus dem ähnlichen Bereich bedienen wie Sie. Generell sehe ich diese ganze Bestandsdatenauskunft, sie dokumentiert für mich irgendwie, wie wenig etablierte Parteien sich mit dem Netz immer noch heute auseinandersetzen. Diese Bestandsdatenauskunft, die dokumentiert auch, wie sehr Netzpolitik heutzutage immer noch nur eine Sache in einem Unterausschuss ist und gerade für etablierte Parteien eher so ein leidiges Pflichtprogramm ist. Anstatt jetzt endlich mal zu begreifen, dass das Netz eine revolutionäre Kraft ist, die alle Gesellschaftsbereiche betreffen wird, wird in erster Linie immer nur die Bedrohung im Netz dargestellt und damit wird eben dann auch gerechtfertigt. Das Resultat dieser Bedrohungsszenarien waren in der Vergangenheit dann so Dinge, wie wir schon hatten mit Zensursula, die Vorratsdatenspeicherung, Netzsperren, Auskunftsansprüche gegenüber File-Sharing. Wenn wir uns erinnern an die Vorratsdatenspeicherung, da wurde ja damals immer ganz viel Bedrohungspotenzial dargestellt. Terrorismus droht, Pornografie im Netz, Kapitaldelikte und Ähnliches. Das Tragische ist, bei der Bestandsdatenauskunft reichen jetzt letztendlich schon Bagatelldelikte und Ordnungswidrigkeiten. Hier rächt sich auch wieder mal die Inkompetenz und eben das mangelnde Wissen, gerade bei den etablierten Parteien. Bei vielen von denen ist nämlich letztendlich noch gar nicht angekommen, dass die Gesellschaft heutzutage mehr und mehr im digitalen Bereich stattfindet und sich eben an bestimmten zentralen Punkten letztendlich auch ein Zugriff auf alles existiert. Es ist bei denen noch nicht angekommen, dass es bedeutet, dass ein Smartphone mittlerweile auch so eine Art soziales Terminal aller Interaktionen mit der Außenwelt darstellt. Man loggt sich also zum Beispiel über Applications direkt in soziale Netzwerke, in die eigene Cloud und hat so einen umfassenden Zugriff auf die Welt, die uns so umgibt in Form von sozialen Netzwerken. Und ein beschlagnahmtes Handy, wie es jetzt zuletzt zum Beispiel auch unserem NRW-Abgeordneten, dem Tyler Durden, passiert ist, kann bei Auskunft einer PIN eigentlich dann gleich jede Verbindung und jedes Konto offenlegen, denn die Apps, die bei uns ja auf dem Smartphone draufgespielt sind, sind meistens ab der Netzeinbuchung auch schon fleißig am Datensynchronisieren. Das heißt, da gibt man ja meistens kein extra Passwort ein. Das heißt, man hat bereits dort mit einer PIN schon umfassenden Zugriff. Natürlich ist für PINs und PUCs jetzt dieser angeblich Richterbeschluss vorgesehen, aber da gibt es ja immer noch so diesen schwammigen Satz, den wir als Piraten bezeichnen würden, aus Gründen, nämlich wie Gefahr im Verzug. Und darüber hinaus sind diese Polizeigesetze der Länder, die eine große Rolle spielen, wie dann so ein Richterbeschluss ausschaut, auch extrem unterschiedlich. Ich nenne da mal ganz gerne einfach nur die Polizeifreistaaten, wie Sachsen und Bayern, die werden sicher schneller ein Auge zudrücken und die Kriterien für den Einsatz jetzt ganz anders rechtfertigen als zum Beispiel in Berlin oder Hamburg. Und was den Zugriff auf dynamische IPs betrifft, also die Neuregelung vom Telekommunikationsgesetz, § 113, erlaubt es ja auch, Verkehrsdaten abzurufen, also da, wo ich letztendlich hingesurft bin. Hier gibt es keinerlei Schutzmechanismen, jetzt, so wie die Bestandsdatenauskunft ausschaut. Insofern betrifft es das tragische Ordnungswidrigkeiten. Darunter fallen sämtliche kleine Verkehrsdelikte, also einmal Straßenverkehrsordnung, aber da sind auch noch ganz viele andere Sachen da, die ausreichen. Also eine Verletzung der Meldepflicht, ziviler Ungehorsam oder Verwarnungsgelder in Form, also wenn ich jetzt auf einer Demonstration zum Beispiel weggeschleift werde, bei einer Sitzblockade oder Ähnlichem oder zuletzt wie beim Refugee Camp mich ein Polizist zu grob anfasst, ich ihn beleidige, kann es ein Ordnungsgeld geben und das ist eine Ordnungswidrigkeit. Oder noch witziger, wir gehen jetzt ins ganz Profane, ich habe vergessen, meine Hundesteuer zu zahlen, das ist auch eine Ordnungswidrigkeit. Ich habe einen falschen Heizkörper im Gebrauch, der irgendwelchen Umweltgesetzen nicht entspricht, eine Ordnungswidrigkeit. Ich mache einen Fehler bei der Mülltrennung. Unzählige dieser Dinge, die reichen aus. Und ich möchte jetzt gar nicht über den Fall von Urheberrechtsverstößen reden, da geht es natürlich erst recht ins Eingemachte um. Und bei diesen Auskünften braucht es nicht einmal eine Meldung beim Opfer, das ist ja das Nächste. Also bei der PIN und PUC sollte es eine Meldung geben. Es gibt Sonderausnahmen. Das ist viel zu schwammig formuliert, als man das genau definieren kann. Aber bei diesen IP-Auskünften muss